Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Undead Legacy. So, das ist übrigens eine Mod von 7 Days to Die, für die, die es nicht wissen, die ich persönlich wirklich gut finde. Okay, wir haben morgen die Horde Nacht und ich habe festgestellt, ja, wenn ihr hier guckt, das Ding ist asymmetrisch. Ich habe da einen Denkfehler gehabt, macht aber nichts. Jetzt habe ich festgestellt, dass die KI hier in dieser Mod anders funktioniert als in der 20er Version Vanilla. Bei der 20er Version Vanilla, die neue KI in Anführungszeichen, die sucht nicht nur den direkten Weg, die kommt einfach in die Nähe, auch wenn kein direkter Weg da ist. Und da hätte diese Falle hier prima funktioniert. Die kämen nämlich hier hoch, würden hier rüberlaufen, würden runterfallen in die Falle, in die Klingen fallen. Machen die hier aber nicht. Das hat mich überrascht. Nur ist meine Falle jetzt aufgrund dieser Tatsache nicht mehr das, was sie sein soll. Muss ich gucken, das muss ich das Beste hier draus machen. Dann muss ich mal gerade was gucken gehen. So, warte, ich mache mal hier mal wieder die Restsachen rein. Würde ich besser oben hin machen. Da muss ich umdenken. Ich muss jetzt an die Vorgänger-KI-Denkweise anknüpfen. Hört sich seltsam an, ist aber so. So, hier haben wir noch einen Zaun. Ich bräuchte noch mindestens mal noch drei. Und ich nehme den Schrott hier mal mit hoch, was ich jetzt hier unten nicht brauchen kann. Das brauchen wir noch, das brauchen wir auch noch. Den Motor, ja, das nehmen wir mit, ja, das. Alles Zeug, was haben wir hier? Der Schalter noch, ne? Ja, den nehme ich jetzt auch mal mit. Ne, lass die erstmal hier. Ich muss jetzt umdenken, ich weiß noch nicht wie. Entschuldigung. Der Draht bleibt auch hier, den brauche ich, um alles anzuklemmen. So, wie sieht es hier aus mit Essen und Trinken? Schieben wir uns mal rein. Okay, so, und dann gehen wir mal kurz hoch. Können auch hier hoch. Eben mal gucken. Ja, genau, von den Klappen brauche ich auch noch ein paar. Mindestens zwei. Hier war ja soweit alles leer, bis auf den Lehm. Kann ich da noch irgendwas mitnehmen? Oh, die Bretter, die kann ich mitnehmen. Die brauche ich sowieso. Muss ich mal ganz kurz was gucken. Hatte ich eigentlich schon diese Schubsdinger da? Hatte ich noch keinen, gell? Naja, ich habe überhaupt nichts Robotermäßiges. Dann brauche ich die auch nicht. Was kann ich denn da? Kann ich da was herstellen? Wie heißen die denn? Robo. Ich weiß echt nicht mehr, wie die heißen, die Dinger. Das ist ein normaler Vorschlaghammerturm. So heißt der hier. Okay. Forschungsstation Tier 3. So, die könnte ich bauen. Da brauche ich aber die. So, die. Ja, das ist alles, was ich noch nicht bauen kann. Ne? Ja. Nützt mich also nichts. So, jetzt räumen wir erstmal kurz wieder ein hier. Erstmal alles verschrotten, was hier noch nicht reingehört. So, dann pass auf. Machen wir das mal so. Holzverbund. Ja, da ist ja auch nichts mehr drin. Ne? Dann nehme ich mit. Holzroh. Okay, Steinroh. Mit
Metallroh, Metallverbund. Ja, das kommt wieder hier rein. Die Chemie. Leere Kanister, das kriegt der Händler. Glas. Mach mein Steinverbund. Ist grenzwertig, aber gut. So, Chemie haben wir auch noch ein bisschen. Pflanzen, Futter. Okay, Futter haben wir hier. Aber da haben wir auch noch was. Brauche ich im Moment nicht. Das könnte man zu uns nehmen. Dann ist das schon mal weg. So, was wir brauchen, ist noch ein Zaun. Dafür brauchen wir aber Stahl. Mal gucken, was wir da haben. Haben wir noch Konserven? Ja, das ist richtig nicht gut. Weil die Falle war so gut durchgeplant und jetzt funktioniert das nicht. Das ist schade. Ganz einfach nur schade. So, die Sonnenbrille. Machen wir hier rein. Noch ein leeres Glas. Also, das habe ich gerade leer gemacht. Händler? Ne, doch, Händler. Das Geld kommt jetzt auch mal rüber. 762er habe ich noch keine Waffe. Und Metallroh. So, die Beweglichkeitsbrille lassen wir hier. Zaunpfahl. Zaunpfahl. Mal ganz kurz mal gucken, was ich da brauche. Eisenplatte. Elektroteile. Draht. Elektrische Teile und Sicherung. Ja. Sicherung. Das. Da muss ich halt mit etwas mehr Zäunen arbeiten. Dann ist es so. Kann ich es nicht ändern. Schalter. Okay. Ja. Stopp. Die Hammer. Was habe ich noch gesagt? Draht, ne? Draht ist unten. Elektrische Teile. Jetzt habe ich hier oben kein Draht mehr. Oh Gott, jetzt muss ich wieder runterhüpfen. Ja. Komplett mit runtergenommen, weil ich glaubte. Okay, nehmen wir komplett mit. Brauch's ja bald. So, da müssen wir die hier machen. Zaunpfahl. Drei Stück, genau. Das reicht erstmal. 39 Sekunden, gut. Machen wir 13 Stahl, nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das werden wir brauchen zum Reparieren. Schalter setzen wir und die Sachen. Noch Geld, das kann noch weg. Mal wieder zurück. Genau. Die Platten, Metallverbund. Muss ich gucken, brauche ich wahrscheinlich auch welche zum Reparieren, ne? Sollte ich mal noch welche herstellen, da habe ich gar keine mehr. Gut, läuft. Hier haben wir noch Stahlbarren. Da machen wir Stahlplatten draus. Okay. Läuft. Ja, komm, das lassen wir jetzt. Einmal Zaun. Gut. Dann gehen wir mal gucken, ob wir das so verbaut bekommen. Was haben die hier ein Loch reingehauen? Da haut ihr mir hier ein Loch rein. Warum hier?
Ist ja ein Ding. Gut, grundsätzlich nicht schlimm. Da kann ich später eine Tür hinsetzen, da kann ich hier rein. Treppe vor, davor, dass es schön aussieht. Aber merkwürdig trotzdem. Weird. Ich lerne es noch. So, wir nehmen noch. Oh, Schalter brauchen wir jetzt keine. Muss ich noch was aufwerten? Mal nicht so viel. Beton haben wir auch keinen mehr. Also die kann auch hier bleiben. Steine. Ah, den Barren lasse ich jetzt auch mal hier. Aber brauchen wir auch nicht so viel. Scheinwerfer sind jetzt nicht so wichtig. Der Schalter ist auch. Den nehmen wir dann später mit. Und Hund, ne? Richtig gehört. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das hier löse. Das heißt, ich müsste die Zäune. Wenn ich die so außen, hier außen so dran setze, da. Genau, in die Richtung. Das versuche ich jetzt mal kurz. Mal gucken, ob das funktioniert von der Länge. Ist das hier die? Das ist die Höhe, ne? Ja. Stehe ich denn hier auf dem Zaun? Guckst dir an. Komme ich hier wieder hoch? Ja. Was drei? So, jetzt sehe ich das hier viel besser. Da sind zwei. Oh, paar. Ich hoppe in einen runter. So. Das sind drei, deshalb komme ich da nicht hoch. Zweieinhalb, ja. Sie kommen hier nicht drüber. Das ist, ach, das ist so unschön. Kein Beton mehr. So, dann hängen wir eine hier hin. Und eine hier hin. Und die wird dann verbunden. Ja, hiermit. Das passt doch. Ach, durch Gitter geht das nicht. Na super. Hier wird nicht gehen. Das wird nicht funktionieren, was ich hier gebaut habe. Genau, ich habe jetzt nicht jetzt nur einen Zaun. Dann machen wir es so.
Einmal rüber. Und noch einmal rüber. So wollte ich es ja auch machen. Opa. Spielen fangen, merkst du das? Wenn wir das gleich mal testen, was ich hier baue. Nochmal. Das geht nicht. Müsste aber gehen. Doch, geht. Geht. Ja, so ganz gut. Ja, ist nicht das, was wollte. Aber okay. Ja, ich kriege sie jetzt nicht dazu, dass sie hier runterfallen. Ne? Doch, ich muss Klappen bauen. Klappen, stehen die da drauf und dann. Sollte das gehen? Wenn ich die elektrisch machen könnte, wäre das natürlich auch gut. Ich weiß nicht, ob ich schon elektrische Klappen machen kann. Tresor. Verstärkte drei Tresor. Verstärkte drei Tresortür, motorisierte 3 T3 Tresortür. Wäre auch eine Idee. Muss ich aber auch testen. Gut, Stahl, Stahlbewehrung. Oh, das ist Zeug. Stahlbewehrung. Federn. Zahnräder. Stahlscharniere, okay. Was? 12 Stück. Schrauben, ja, Schrauben haben wir genug. Elektromechanische Teile, Schalter und elektrische mechanische Teile, Schalter, Sicherungen, elektrische Teile. Was sind sie? Da. So, bauen wir uns mal so eine Tür. Bin mir noch nicht sicher, soll ich mir so eine bauen oder soll ich mir so eine bauen? Könnte zwei von denen bauen. Eine rein.
Ich kann die gar nicht bauen, weil Workbench Tier 3 hat das sich auch schon erledigt. So, die geht, ne? Okay. Planänderung. Wie so oft. Gut. Alles wieder auf Anfang. So, Stahl nehmen wir trotzdem mit. Die Klingenfallen zu reparieren. Eieiei, ich bin überladen natürlich. Ja, etwas seltsamer Weg, aber er funktioniert. So, jetzt pass auf. Jetzt haben wir hier, ach Gott, jetzt habe ich das ganze Zeug hier mitgenommen. Ich mache das mal alles hier rein, den Motor. Könnte ich noch hier rein machen, aber wenigstens die Power. 500 Watt, das muss erstmal reichen. Mache auch noch Metall, ja, man, nicht viel. Draht mache ich auch hier rein. Die machen wir rein. Aufräumen. So. Ja. Das heißt, ich mache eine Klappe hier hin. Wenn ich hier eine Klappe hin mache, komme ich hier nicht mehr durch. Muss ich hier durch? Nö, muss ich ja gar nicht. Ich muss nur an die Klappe drankommen, um die zu öffnen. Weil hier könnte sie eigentlich nicht gegenschlagen, weil. Da fallen sie runter. Sollten sie runterfallen. Was ja der Sinn der Sache eigentlich wäre, ne? Könnte ich hier vielleicht noch was hinmachen, dass sie sich hier nicht hochstapeln? Irgendwie. So eine Spitze. Wenn ich sie gerade mal finden würde. Boah, die gehe ich jetzt mal suchen. So, hör mal logisch vor, Stück für Stück. Eigentlich sind sie ja hier, bräuchte ich gar nicht so lange zu suchen. Schräge 60 Grad. Ach, sieht auch gut aus. So, da können sie hier schon mal nicht hoch, ne? Macht doch Sinn. Okay, dann nehmen wir noch mal die hier. Steine haben wir auch noch. Da können wir zumindest schon mal aufwerten bis zum Ziegelstein. So, da können sie hier nicht unbedingt hoch, ne? Gut, da bleiben eh jetzt erstmal hier im Zaun hängen. Die Zäune kommen die nicht dran. Ich komme dran. Ich sollte mir aber hier draußen noch einen Geierschutz bauen. Ich glaube, das wäre sehr sinnvoll. Mittig? Ne, will ich nicht. Die will ich, ja, genau. So, warte mal. Machen wir die.
kopieren. Die käme dann nach innen. Ist das ein Problem? Nö. So, weiter muss ich nicht. Noch eins. Nach außen. Steine. Oh Gott. Irgendwas fehlt immer. Okay. So, dann machen wir das doch einfach nur so, dass hier keine Geier reinkommen. Ja, von hier können sie von mir aus. Das hier wird sonst zu viel. So, dann muss ich aber trotz allem noch zwei ganz normale Türen bauen. Metalltüren. Einfach nur hier erstmal zu ist. Die Kabel hier so liegen, gefällt mir eigentlich nicht so gut, aber gut, ist halt jetzt so. Guck mal, du mir irgendwas alles kaputt haust. Beton. Beton, da muss ich auch mal gucken, haben wir noch Beton? Brauche ich ja auch zum Reparieren, ne? Gar nichts mehr. Dann müssen wir noch ein bisschen was tun. Zement und Sand. Zement eingesteckt. Da ist er. Oh, und dann noch 180. Eieiei. Okay. Dann ist es halt so. Eine Wuselei hier, das ist der Wahnsinn. Das heißt, ist der Garten hier schon wieder. Dann kann der wieder wachsen, ne? So viele Kartoffeln, da können wir wieder was Gutes machen, ne? Ja, das ist nämlich auch anders. Eine Vanilla, Vanilla-Version. So, was können wir denn hier kochen? Ach du lieber Gott, da haben wir ja noch eine ganze Menge noch. Mach das doch mal so. Gut. Warte, wir nehmen jetzt mal Fleisch mit und nehmen Eier mit und Tierfett. Gammelfleisch nehmen wir auch noch mit. Dann nehmen wir Mais mit rüber. Kartoffeln natürlich, ah, die haben wir ja. Steht Kartoffelgericht, das ist grundsätzlich nicht schlecht. Wasser. So, warte, was haben wir hier? Fleischeintopf. Das war. Wie viele geben das? 14. Weißt du was? Machen wir mal.
Ich habe schon 22 von denen. Ach du lieber rein. Warte mal, ich habe doch noch Rindfleischrationen gehabt. Große Rindfleisch. Habe ich Nudeln? Nudeln. Mal wieder Fleisch mit. Ja, brauchen wir da keine, aber das. Rindfleischration, Rezepte. Gumbo. Gumbo ist auch nicht schlimm. Spaghetti sind deutlich besser. Die bringen am meisten, glaube ich. Aber ich habe kein Wasser. Das ist am Laufen. Ah, ist das der Wahnsinn. Na komm, es werden eh nur 3 bis 4, weil, ja, genau deshalb. So, Kühlschrank. Ja, Fleisch-Eintopf sollte eigentlich auch im Kühlschrank, aber gut. Wollen wir es mal nicht übertreiben. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Jede Menge Kartoffeln, jede Menge... Boah, wir können alles kochen. Werde ich die mal schnellstmöglich durchfuttern. Okay, so, da packe ich mal das Schwurmzeugs weg. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Die behalten wir natürlich. So, Wasser und leere Gläser weg. Okay, haben wir das auch angeleiert. Dann nehmen wir die Klappen mit. Dann gehen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Sieht etwas seltsam aus. Meine Falle war nicht so geplant. Aber irgendwie. Gut. Ohne Worte. Ja. Das geht jetzt natürlich auch wieder nicht. Mann. Hier hinsetze, komme ich hier nicht mit, aber ich muss ja nicht da durch. Die kommen aber auch nicht durch, ne? Na, ich komme zumindest bis hier hin. Wäre eine Möglichkeit, ja. Ja, ich komme an die natürlich nicht dran, aber gut. Macht nichts. Naja, das hier ist alles andere als das, was ich wollte. Ah, alles nur, weil die KI nicht so läuft, wie ich das gerne haben möchte. Okay, können wir gerne ein paar Türen machen. Dann lassen wir die mal einfach auf uns zukommen. Suchen uns einen guten Platz für den Schlafsack, dass, wenn was schief geht, ich irgendwo liege und sie es auseinanderbauen können von mir aus. Aber das hier ist jetzt nicht gut. Ich habe falsche Voraussetzungen. Ich hatte falsche Voraussetzungen, das ist das Problem.
Okay. Was wollte ich jetzt machen? Hab's vergessen. Ah, ich hab's vergessen, tatsächlich. Das sieht furchtbar aus. Beton auf jeden Fall mal noch mitnehmen. Türen wollte ich machen. Oh Gott. Türen, ganz normale Türen. Tür. Holzkellertür. Metalltür, also Metall. Brauche ich eigentlich drei Stück, ne? Glas? Oh. Okay, Glas hätten wir. Davon haben wir auch genug. Das wären schon mal zwei und ich habe aber noch Stahlbarren hier reingemacht. Genau. Metallbarren habe ich auch hier reingemacht. So, dann hätte ich gerne. Tür. Ja, die kann ich nicht machen, weil ich noch die nicht aufgerüstet habe. Werde ich machen, sobald, wo sind die jetzt schon wieder? Da, die suche ich. Ich wollte eigentlich drei haben. Mach die schon mal. Schrauben. So, genau, und dann gehen wir auf die Suche nach. Machen wir noch eine. Dann schnappe ich mir einen Schlafsack und gehe auf die Suche nach einem Platz, falls es schief geht. Boah, da ist nichts mehr drin. Guckt ihr da dann? Okay, Schlafsack habe ich, glaube ich, hier noch drin. Welcher? Ja. Ich weiß auch schon, wo ich da hingehe. Musste nur kurz suchen. Irgendwas Hohes, was er nicht so leicht zerstören kann. Das ist ja nur für den Fall. So, da brauche ich doch nur hinzugehen und den Weg nach oben zu zerstören, ne? Frage ist, wo ist hier der Weg nach oben? Also ich kann hier auch nicht hoch. Wo ich nicht hochkomme, kommen die auch nicht hoch. So, dann ist das wahrscheinlich hier. Das ist ein Weg. Kann aber sein, dass da drin.
sich dann hier durchschauen, aber das ist ziemlich stabil. Geht's hier überhaupt rein? Normalerweise. Ach hier. Genau, hier geht's hoch. Hey. Ah, dann, ja. Muss ich ja eigentlich nur. Die Leiter hier erstmal wegmachen. Das muss aufpassen. Es gibt mehrere Wege. Ne? Hab ich meinen Schrauber dabei? Ich hoffe es. Es kommt jetzt eine ganze Armee hier rein. Kann man das mal gleich testen. Gut, hier können sie natürlich auch überall hoch, wenn sie sich von draußen durchschlagen. War jetzt gar nicht der Plan, dass ich hier so reingehe. Weil ich muss ja. Okay, dann gucken wir mal. Kann ich wegschrauben. Auch nicht schlecht. Okay, genau das ist nämlich das Problem hier. Na komm. So, ich denke, das war's. Sollte ich hier oben sicher sein. Zumindest, sobald ich hier gecleant habe.
Sollte aber sicherheitshalber hier auch noch wegschrauben. Ne? Ja, warum? Okay. Jetzt will ich den Leiter bauen. Sowas von dämlich. Gut. Ah, da haben wir wieder alles doppelt dreifach. Gut. Das ist jetzt auch so hoch, dass ich fast glaube, dass die hier. Gut, hier hoch können sie auf keinen Fall mehr. Und so, da können sie auch nicht mehr hoch. Die haben sich jetzt sogar schon beruhigt. Muss trotzdem hier oben sauber machen. Gut. Ein Geier. Hier zu. Da lasse ich aber zu und dann mache ich gar nicht auf. Warum? Da gehen, glaube ich, nur die Dinger hier auf. Ne? Also. Ja, da oben werden wohl Geier erscheinen. Dann lege ich meinen Schlafsack hier hin. Fertig. So, dann wieder runter. Seid ihr noch da? Special Moves hier. So. Sollte ich mir aber dann markieren, ne? Ort. Egal. Gut. Da liegt da mein Schlafsack, ist ja eh nicht zu übersehen. So, kann sein, dass sie sich da unten jetzt irgendwo durchklopfen, wenn die Treppen hochkommen, aber ich denke, dass ich sie da oben bewältigt bekäme, falls das nicht klappen soll, aber ich bin ja so weit jetzt auch noch nicht, dass ich da jetzt so viele Zombies erwarte. Was wollte denn der jetzt? Okay, dann würde ich sagen, ich muss das jetzt einfach mal so auf mich zukommen lassen und dann gucken, was passiert.
Okay, noch passiert, was ich noch machen könnte. Hier vielleicht noch eine Klingenfalle draufsetzen. Dass wenn sie hier hochkommen, dass sie geknesselt werden. Ne? Ach komm, lass. Es werden schon einige darunter fallen. So. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt so. Und ich werde diese Folge jetzt beenden. Wird eh noch etwas dauern, bis da, weil ich ja doch ziemlich. Vielleicht verkürze ich auch die Zeit. Mal gucken. Oder ich gehe nochmal farmen, weil ich brauche tatsächlich noch eine ganze Menge Mats. Habe ich hier noch was? Nee. Aber hier kann noch ein bisschen was rein. So sieht das gut aus. So, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zugucken und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Opa Gamer. Ciao.